Vielleicht magst du mir kurz erzählen, wer du bist, was du so machst und natürlich für was du kandidierst. Bianca Trücke ist mein Name. Ich kandidiere für den Landtag. Also ich bin Direktkandidatin hier in Kitzingen. Bin 40 Jahre alt, bin Fachlehrerin für Handarbeit und Hauswirtschaft, bin selbstständig. Das heißt selbst und ständig, also ja, verschiedene Bereiche. Einmal gebe ich hier in Kitzingen VHS-Kurse, Kochkurse. Ich gebe in Scheinfeld Kochkurse. Ich bin in der Altenpflegeschule in Würzburg tätig als Dozentin. Und ich habe mich selbstständig gemacht im Bereich Handarbeiten und Zubehör. Also das heißt, ich gehe auf Märkte und verkaufe da selbstgestrickte Socken, Mützen, Karten und so weiter. Also total vielseitig. Und ich glaube, du bist aber politisch auch total interessiert und auch vielseitig. Mhm. Wenn du vielleicht mal so sagst, für was du stehst, was du gern vor Ort ändern würdest hier im Landkreis, wenn du im Landtag bist. Was mich hier total aufregt, ist, dass wir es immer noch nicht geschafft haben, hier in Kitzingen einen gentechnikfreien Landkreis hinzubekommen. Andere Landkreise schaffen das, in Kitzingen nicht. Also das wäre das allererste, was ich machen würde. Mhm. Das nächste ist, das Kernkraftwerk in Grafenrheinfeld, also in Schweinfurt, ist ja nicht weit weg von uns. Auch das ist so ein Punkt, was man hier unbedingt angehen muss, dass man gerade mit Windrädern, mit Solarstrom und so weiter da agieren müsste. Ja, das wären so die zwei groben Ziele, sage ich jetzt mal. Super. Mhm. Und hört sich alles gut an, darum darf ich sagen, lass doch mal was von deiner fröhlichen Art rüberbringen. Du hast den ganzen Tag halt so viel gelacht mit uns beim Fahrradfahren, das war so schön. Und das zeigst jetzt mal die Kitzingen, indem du in die Kamera schaust und einen Wahlaufruf startest, warum man dich konkret wählen sollte. Ich stehe für Offenheit, ich stehe für Ehrlichkeit, ich stehe mit beiden Beinen im Leben und ich stehe für Kitzingen. Wählt mich. Super.